Sie sind hier, 20. Dezember 2018, 12.43 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jan Fiethaab gelang in dieser Saison noch kein Treffer für den HSV. Urheberrecht Getty Images. Jan Fiethaab bleibt in der 2. Bundesliga bislang hinter den Erwartungen zurück. HSV-Sportchef Ralf Becker erklärt die Flaute des Top-Talents. Sportchef Ralf Becker, 48, vom Hamburger SV sieht die stockende Entwicklung von Sturmjuwel Jan Fiethaab, 18, gelassen. Klar ist, sowohl er als auch wir haben uns die Hinrunde sicher anders vorgestellt. Aber die Erwartungen an ihn sind wahnsinnig hoch, sagte Becker dem Kicker über den Teenager. Er gibt Gas, wird dies auch in der Vorbereitung tun. Und er bekommt die nötige Geduld und Zeit, um mit uns eine richtig gute Rückrunde zu spielen. Ab gelang in der laufenden Saison der 2. Liga noch kein Treffer für den Tabellenführer. Bei allem Hype, der vor einem Jahr um ihn entstanden ist, sollten wir nie vergessen, Fiete ist immer noch ein sehr junger Spieler, sagte Becker und nahm das wohl größte Talent des Clubs in Schutz. Wiederaufstieg kein Selbstläufer. Der angestrebte Wiederaufstieg in die Bundesliga werde für die Hanseaten kein Selbstläufer, sagte Becker. Ich denke, dass es jetzt einfach so weiterläuft, wäre der größte Fehler, den wir machen könnten. Unsere knappen Ergebnisse zeigen, was für harte Arbeit hinter unseren Siegen steckt, sagte der Manager vor dem Rückrundenauftakt bei seinem Ex-Club Holstein Kiel. Es geht um Realismus und nicht um Warnungen oder ein Einbremsen. Das will ich gar nicht. Im Gegenteil, der Weg unserer jungen Mannschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Anzeige, jetzt das Trikot vom Hamburger SV sichern. Hier geht es zum Shop. Der HSV war in der Vergangenheit nicht das Siegen gewöhnt, sagte Beckern über die Umstellungen in der 2. Liga. Es ist eine mentale Umstellung. Qualität hin oder her, in jedem Spiel der Gejagte zu sein. Und wir brauchen weiter diese Gier. Es ist erst Halbzeit, von Sportinformationsdienst.